So, hallo, wir machen weiter bei Jump 2. Und letztes Mal, ich habe keine Ahnung. Guckt einfach den letzten Part, dann wisst ihr, was letztes Mal war. Easy. So, Lifehack. Wir sind irgendwo, irgendwie. Ach, das war der Part, der mich kaputt gemacht hat, richtig. Ja, das war der Part, ich erinnere mich. Dann jetzt wieder normale Steuerung, hurray. Und Hard Challenge. Wo wir noch gar nicht geguckt haben. Peter Popoff. Wer war Peter Popoff? Ich hab das Bild von Sariel nicht offen. Moment, ich habe das Bild von Sariel gleich offen. Peter Popoff war Miracle Water. Okay. So, wenn es eine Hard Level ist, werden wir wahrscheinlich Save States benötigen, aber wir gucken mal, wie gut wir zurechtkommen. Okay, das ist ja schon mal ein guter Einstieg. Alles klar. Ich habe übrigens, wenn es euch nicht aufge. Wait. Wenn es euch nicht aufgefallen sein sollte, ich meine zumindest, ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, dass ich die letzten beiden Parts nichts in die Richtung erwähnt hatte. Also ich habe meine Challenge eigentlich schon. Oh mein Gott, ich dachte, der fährt höher. Ich habe meine. Gottes Willen. Ich habe meine Challenge eigentlich somit schon geschafft, richtig? Richtig, richtig, richtig. Ich habe nichts in den beiden letzten Parts erwähnt. Den Save States. Und jetzt werde ich auch nichts mehr erwähnen dazu. Sondern einfach, oh mein Gott, spielen. Brauche ich das Ding noch? Aua. Okay. Scheinbar nicht. Ach so. Okay. Ich hätte gerne einen Schutz dabei gehabt eigentlich. Dann hat er. Oh, was? Moment. Ha! Die trickst sich aus. Och, Mist. Och, jetzt habe ich mich so schön daran geschlichen und jetzt ist es einfach ein fester Block. Och, Manno. Na gut. Was? Ach, ich muss das suchen, wo das hochgeht. Okay, aber es ist ja. Oh. Aber es ist ja immer nur auf einer Höhe. Das macht das Ganze natürlich deutlich weniger schlimm. So. Na gut. Läuft trotzdem noch nicht so optimal. Hat das schon Level, ne? Das ist tatsächlich hart. Es ist noch kein Kaizo, würde ich sagen. Aber es hat schon so seine. Vielleicht ist es schon ein. Also es sieht halt nicht aus wie Kaizo, aber so rein vom Dings her, ne? Es hat schon seine Tücken. Oh mein Gott. Okay, Pilz. Pilz. Wait, da ist ein On. Oh. Ach so. Oh, ich bin. Okay, wir machen das nochmal von hier. Kann ich den Pilz auch vielleicht behalten? Viel besser. Oh Gott, ich hoffe, ich brauche die da hinten nicht nochmal. Nein, brauche ich nicht. Oh, nice. Okay. Ja, da ist mein Midway Point.
Ja, wie komme ich. Ach so. So. Ja, nee, ist klar. Jetzt muss ich bis zu einer Tür wahrscheinlich hoch. Und dann komme ich. Oh Gott, ist das ein Sprung. Oh Gott, ist das ein Sprung. Oh mein Gott. Ich wollte gerade sagen, wenn ich jetzt da wieder hochlaufe, kommt da nicht die Shell mir entgegen. Und ja. Das ist ja nett. Aber die trifft zum Glück nicht. Ich weiß gar nicht, kann man den Sprung so? Oh mein Gott. Muss ich den mit Anlauf hin? Ich glaube, ich muss ihn mit Anlauf hinkriegen. Also so und dann hoppen. Er ist aus dem Stand. Ach, warte, doch, so hier. Ja, okay, verstanden. Oioi. Jo, 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 jo. Okay, ich muss den mal erledigen. Der wird mir sonst Probleme bereiten. Ich hätte den gerne weg. Dankeschön. Ach so, ich muss jetzt auf den und dann damit da hoch. Oh, wieso hat das nicht funktioniert? Ich dachte, ich muss das so machen. Weil, wie soll ich denn sonst? Wie komme ich da hoch? Ach so, warte mal. Wahrscheinlich von da und dann. Ja, okay, dass ich. Au! Die war frech. Die Shell. Weg mit dir. Okay, ich warte jetzt mal ab, ob hier ein Pilz irgendwo ist. Nice. Just what I needed. Die Shell ist jetzt natürlich auch Gold wert. Mach dich weg. Ich hätte gern meine Shell. Mach dich weg. In bevor ich kill irgendwas, was ich noch brauche. Mach dich weg! Das hat nicht funktioniert, aber ist egal. Hoppa! Okay. 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 Nein! Okay. Oh Gott, jetzt kommt sowas hier. Ich hoffe, ich kann den Coins ver. Nein! Oh, ich hab noch einen. Jo, 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 jo. Ich darf nicht gedrückt. Ich brauche bestimmt am Ende noch einen Pilz oder sowas. Oh Gott, ich muss den bestimmt behalten. Muss ich nicht. Okay. Ich muss ihn nicht behalten. Ich darf ihn verlieren. Und dann ist jetzt hier die Tür offen. Uff. Noch ein Draypoint. Wollte gerade sagen, irgendwie muss ich da ja hochkommen, ne? Hä? Ach, ist das jetzt eine riesige Brücke oder was? Och, nee. Ich habe schon fast wieder vergessen, dass wir einen Hack spielen, der an schlechtes Level-Design erinnern soll. Bisher hat man hier in dem Level nichts von schlechtem Level-Design gemerkt. Na, es ist legit ein gutes, schwieriges Level. Also sehr schwierig, aber. Aber gut. Spring. Okay. Oh Gott, sollte ich die erstmal vielleicht runter. Nee, muss ich nicht. Und hops. Okay. Das hat fast nicht funktioniert. Aber nur fast nicht. Spring! Oh, ich muss auch springen. Oh Gott. Das ist ein Sprung. Geht der so? Ja. Oh, zum Glück schießen die nicht. Kann ich einfach drüber laufen, also durchlaufen. Also so, hi. Nice. Aber ich sehe gerade, wenn man den gelben Switch hier hätte, der übrigens ein sehr langes Level sein soll. Ah, Mist.
Jetzt sind wir so gut den Rest durchgekommen. Dann kamen die Kollegen. Kann ich die eigentlich? Nee. Ich kann vielleicht dafür sorgen, dass nur noch einer da ist. Ah. Nee, kann ich nicht. Ach, Mist. Gott, wie komme ich denn da durch? Oh, Mama. Weg mit der. Okay, jetzt ist es easy. Ach, Mist. So, okay. Dann ist hier doch Offensive die bessere Strategie. Was kommt? Kommt jetzt ein Bosskampf? Scheinbar. Yo. Ah, aber was bist du denn? Okay, Moment. Der wirft so. Dann. Okay, die Dinger machen einfach Dinge. Ah, die machen solche Dinge. Hä, nur drei Hits? Moment, okay. Das machen wir richtig. Okay, so nicht. Ah, das ist ja. Ah, das ist ja. Verglichen mit dem Level ist der Boss ja komplett nutzlos. Also dann besser gar kein Boss als sowas. Okay, was haben wir hier? Oh. Ja, klar, das haben jetzt alle gebaut. Das ist wahrscheinlich ein sehr langes Level. Und wahrscheinlich auch eher das letzte. Ich meine, Bowser's Castle. Warum werden da Schritte und Herzen gezählt? Was heißt das? Wir gehen mal rein. Wir sagen mal Hallo. Und dann sagen wir wieder Tschüss. Das ist ein wunderschöner Busch. Weil vielleicht, genau, vielleicht gibt es hier nämlich am Anfang eine Info, so habe ich mir das fast erhofft. Und wahrscheinlich kann ich eh noch gar nichts hier drin machen, weil ich wahrscheinlich alle Exits brauche oder keine Ahnung. Wir gucken mal. In this level you can teleport between rooms you've already visited. Press select twice to open the room selector. Ach so, dann... Oh cool, dann kann ich ja doch schon einfach ein bisschen was spielen. Nur wir können so ein paar Räume spielen, vielleicht. Scheinbar geht das schon. Okay, interessant. Yo! Wir gehen in die andere Richtung. Was? Geht das überhaupt? Komme ich da durch? Hä? Da muss ich den gelben Switch haben, oder was? Dann gehen wir doch in diese Richtung. Also auf jeden Fall ist es einfacher, wenn man die Switches hier hätte. Ne? Seht ihr das? Das sind überall, das sind grüne und rot umrandete Blöcke. Die wären ausgefüllt, wenn ich die Switches hätte. Ich wollte nur mal reingucken. So mal Hallo sagen. Man muss ja nicht immer gleich... Ah, Gott! Man muss ja nicht immer gleich ganz lange bleiben. Und man kann ja auch einfach mal kurz besuchen. Oh mein Gott! Okay, ich muss... Oh mein Gott! Ich muss irgendwie den On-Off auslösen. Wahrscheinlich, indem ich mit dem Swamp hochgehe. Completen gerade nicht mal einen Raum. So, jetzt. Ah, verstanden. Da habe ich ja. So. Ja, easy. Mist. Okay, jetzt aber. Damit habe ich doch nicht gerechnet. Wer soll das denn wissen? Yo! Yo, was soll ich da machen?
Ach so, verstanden. Ach so, ja, okay, jetzt habe ich es wirklich verstanden. Ich hüpfe drüber. In der Zwischenzeit geht das Feuer auf dem Notenblock weg. Und dann kann ich ganz normal und easy hier durch. Oha. Guck mal, da wartet schon das Feuer auf mich. Ach so. Sobald es den Boden berührt, kommen die Flammen. Ah, ich dachte, ich kann zurück. Kann ich nicht. Okay, muss ich erstmal drüber? Ach ja, okay, verstanden. Dann gehen wir also erst drüber und dann gehen wir zurück und dann können wir. Okay. Das sind jetzt so kleine Räume, so kleine Zwischen. So kleine Zwischenräume. Ich muss das gut timen. Ich hab's aber verstanden soweit. Oh mein Gott. So, jetzt kommt der und jetzt komme ich darüber. Okay, jetzt kann mir nichts mehr passieren. Jetzt kann in dem Raum nichts mehr schief gehen. Was bist du denn? Ist das ein Mole auf dem der da? Ich brauche den Schlüssel, um den On-Off auszulösen. So, das sehe ich auch. Dafür muss ich irgendwie hier reinrutschen. Na, so nicht. Okay. Gib mir das. Holy moly, das ist kein Mole, das ist einfach nur die Plattform. Hä, wie soll ich den kaputt machen jetzt? Kann ich einfach einen Schlüssel reinwerfen? Das ist doch Quatsch. Ging noch nie so. Die Dinger da sind ja fest. Und da kann ich ja nicht durch, da können nur Items durch. Hä? Okay, jetzt bin ich aber überfragt. Da ist auch kein Block, der da ausgelöst wird. Was muss ich da machen? Hätte ich die ganze Zeit über bei dem Raum irgendwas dabei haben müssen, was, keine Ahnung, bekommen. Ach, da kommt man ja wirklich durch. Hey, jo, chill. Okay. Au. Au. Oh Mist, ich dachte, ich komme schneller durch. Ach, komm schon. Okay. Was auf die Seite? Ich raff halt nicht. Hi.
was da drüben jetzt gegangen? Also da drüben ging nichts. So, ich wüsste halt echt nicht, was ich da tun könnte. Muss ich da direkt durch? Ja. Oh Gott. Ich muss den gar nicht berühren, okay. Ich kann da drüber, verstanden. Da ist ein Yoshi. Achso, aber der ist nur dafür da, dass hier ein imaginärer Timer entsteht. Oha. Mist. Alles klar. Yo. Chill. Bowser's Castle wird interessant. Hilfe. Mach dich mal weg da. Ich wollte eigentlich rausspringen. Okay. Ich meine, in der Richtung geht es jetzt ja noch weiter, aber trotzdem ist es ganz komisch. Verstanden aber. Nee, noch nicht so ganz. Kann ich da drücken? Nee, hä? Ach doch, verstanden. Okay, da ist eine Tür. Komme ich da irgendwie mit dem Drehsprung runter? Eigentlich nicht, ne? Ich muss da irgendwie so ganz komisch rum. Ja, genau so. Okay. Und jetzt haben wir einen Raum geschafft, oder was? Ja, und der Blurb Room ist der Raum, den ich bekomme, wenn ich die andere Seite hinkriege. Aber dafür brauche ich irgendwas, um das Ding kaputt zu machen. Das habe ich nicht verstanden. Aber jetzt könnte ich praktisch jederzeit in den Super Koopa Raum. Wenn ich hier auf die Oberwelt rausgehe. Wenn ich auf die Oberwelt rausgehe, speichert er jetzt, dass ich hier den Super Koopa Raum betreten kann. Ach, ich starte sogar im Super Koopa Raum. Okay. Ja, interessant. Okay. Ups. Ja, also mir scheint, Bowser's Schloss ist dann schon eher dieser typische Kaizo-Teil. Ah, die Ideen sind schon sick. Die ist, oh ja, das weckt gerade glücklicherweise überhaupt nicht. Holy moly. Aber ich brauche den Pilz nicht für irgendwas. Aber ich wüsste nicht für was. Da kommt ein Feuer runter. Ein Blitz. Das waren so. Oh mein Gott, wie der aussieht. Noch nie so einen komischen Swamp gesehen. Ach, das ist so ein. Okay. Aber auch hier sind wieder so Einzelräume, ne? Also so, du hast immer so ganz wenige Einzelräume. Mein Gottes. Was transportiert er da oben? Du hast zu lauter so Einzelräume hier in diesem Bowser-Schloss. Das wirkt interessant. Das ist aber nicht nur. Das sind nicht nur Einzelräume. Das ist auch das Schloss. Voller komischer Sprites. Holy moly. Okay. Au.
Pfeil. Oh, hier ist der Ende. Okay, kommt das wieder? Das kommt wieder. Okay, das muss ich hinkriegen. Also hier einfach in die Tür. Uff. Und dann kann ich hier nach links oder nach rechts. Und gegangen bin ich jetzt. Ah, verstanden. Ich glaube, ich brauche den Pilz nicht noch. Aber ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt, wenn wir schon ein paar Level von Bowser's Schloss dann weg haben. Weil die machen jetzt nicht so viel Spaß und die machen auch dann nicht so viel Spaß. Aber es gibt kein Dann, wenn wir sie jetzt machen. Das ist voll der gute Merksatz. Wie formuliert man den? Es gibt kein Dann. Es gibt. Oder es gibt kein Später. Ach, keine Ahnung. Man könnte da bestimmt einen tollen philosophischen Satz draus machen, aber ich bin leider nicht kompetent genug. Schade. Und nicht schon wieder. Okay, jetzt muss ich wieder aushalten, bis die da durch ist. Und mich so lange mit dem Kollegen hier beschäftigen. Oh Gott, kann ich den nicht irgendwie... Oh, ich habe eine Idee. Der kann bestimmt... Ah, nee. Nee, ist egal. Können wir jetzt erstmal hier unten stehen bleiben? Ah, das ist ja offen. Oh, aber das eröffnet natürlich auch wieder Weißt du schon? Aber wahrscheinlich... Ach so. Ich wollte sagen, ich könnte ja... Okay, ich... Genau das war mein Test. Ich könnte ja darüber, aber ich kann nicht. Auf den Fischen kann ich nicht spinjumpen. Ich habe das, glaube ich, schon mal festgestellt, dass ich auf den Fischen nicht spinjumpen kann. Aber ich merke es mir einfach nicht. Mist, das lief so gut. Aber da ist eben die Betonung auf lief. Komm, spring weg. Ah, das passt, das passt, das passt. Perfekt, weg mit dir. Einfach weg. Aua. Nicht, kein Feuer jetzt. Oh. Okay, perfekt. Pilz. Oh, ich will nicht, dass dieses Gimmick bleibt. Jetzt muss die komplett hier abfahren, oder was? Yo. Ich weiß nicht, wofür das Netz da ist. So, weg damit. Aua. Nee! Weg damit. Weg mit dem ganzen Mist hier. So, und jetzt? Ach so. Hätte ich fast nicht gesehen. Aua. Och nee. Im Moment, jetzt muss ich nochmal so einen Block holen. Jo, wait, aber das macht es ja einfacher. Weil den kann ich jetzt einfach da reinzünden. Okay, okay, weg, 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 weg. Oh. Wir warten noch mal, bis sie schießt und dann gehen wir los. Ja, perfekt.
Ja, perfekt. Jetzt ist er noch, angehalten worden. Easy. Alles andere als easy, aber egal. Ach, der Pilz wird... Ich wollte gerade sagen, hey, der Pilz hätte mich doch gar nicht getroffen, aber der wird einfach nach oben gedrückt. Das ist ja frech. Das ist ja richtig frech. Oh mein Goodness. Okay. Da springen wir jetzt direkt weiter und dann ist das Feuer gleich weg. Ach, und jetzt machen wir eine Nummer. Okay. Dann haben wir den Raum geschafft. Und sind jetzt... im Fischrum. Das heißt, das gerade war Junction 2B. Dann nehme ich an, nach dem Fischrum kommen wir automatisch wahrscheinlich in den Final... wahrscheinlich erstmal in den Pencilrum. Ich glaube, das hier sind die, die wir übersprungen haben, und die kommen aber alles sicher. Und dann kommt Bowser. Ich komme nicht raus. Ah, jetzt. Ja, aber ich denke, dann haben wir erstmal genug gesehen von Bowser's Castle. Also zu viel Bowser's Castle in einem Part muss auch nicht sein. Dann ist hier erstmal Endstation. Und wir haben ja noch ganz viele andere Wege vor uns. Zum Beispiel den durch Blocked Art Survey. Aber den beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und tschüss.